Ja, vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen hier in der Berliner Niederlassung der KfW, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jörg Zeuner, ich bin Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe, habe mein Namensschild draußen liegen lassen, dafür schon mal Entschuldigung. Sie haben sich, glaube ich, für Ihre Jahrestagung einen sehr spannenden Ort ausgesucht, wie ich finde. Das Gebäude lädt ein oder inspiriert, über Wenden und eben auch die Energiewende zu diskutieren. Es hat selbst einige Wenden erlebt. Einige von Ihnen mögen das wissen, andere sind vielleicht zum ersten Mal hier, wie ich selbst. Das Haus wurde vor 110 Jahren erbaut als Stammsitz der Berliner Handelsgesellschaft mitten im Berliner Bankenviertel, eine Berliner Privatbank. Es wurde dann 1949 zur Staatsbank der DDR, also die Notenbank der DDR. Und nach der Wende umfunktioniert oder umbenannt in die Staatsbank Berlin. Die ist dann 1994 in die KfW integriert worden und seitdem sind wir hier Hausherr. Ich hoffe, ein Umfeld, das einlädt, über die Energiewende zu diskutieren. Wir freuen uns sehr, heute Ihr Gastgeber sein zu können für Ihre 2012 Jahrestagung. Zum einen, und da unterstreiche ich dann sehr gerne nochmal, was Herr Seiler schon sagte, weil Sie es sind. Ein Institut mit 35 Jahren Erfahrung in unabhängiger Forschung, unabhängiger Beratung, das sich in Deutschland, aber auch international einen sehr guten Namen gemacht hat. Zum anderen natürlich, weil uns das Thema, das Sie sich für Ihre Jahrestagung ausgesucht haben, sehr freut, die Energiewende. Das ist sicherlich für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Erlauben Sie mir, das mal in drei Elementen zusammenzufassen, und hier bleibe ich mal Ökonom und bin mit ein paar ökonomischen Begriffen unterwegs. Also die drei großen Aufgaben in der Energiewende sind sicherlich zum einen auf der Angebotsseite. Wir müssen das Energieangebot umbauen. Hier geht es um den Aufbau natürlich der erneuerbaren Energien. Wir müssen die Energienachfrage abbauen, Stichwort Energieeffizienzsteigerung, und wir müssen zuletzt die Energieverteilung besser gestalten und den neuen Nachfrage- und Angebotssituationen anpassen. Hier geht es um Netzausbau, intelligente Netze, aber eben auch Speicherkapazitäten. Ich denke, ein wichtiges Thema auch aus dem letzten Winter. Die KfW ist eine nachhaltige Förderbank. Deshalb haben wir auch langjährige Förderexpertise in dem Bereich Umweltschutz und Klimaschutz und sicherlich auch aus den Inlands- und Auslandsförderbereichen eine Erfahrung im Dialog mit den betroffenen Gesellschaften, wenn Umstellungen im Energiesektor anstehen. Wir treiben die Energiewende daher gerne, auch gemeinsam mit der Bundesregierung und mit allen Beteiligten in Deutschland voran. Ich gebe Ihnen da nur ein paar Beispiele. Seit Jahren sind Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz Förderschwerpunkte der KfW. Das äußert sich dann 2011 beispielsweise so, dass wir etwa ein Drittel des gesamten Zusagevolumens der KfW im Bereich Umwelt- und Klimaschutz hatten, also etwa 23 Milliarden Euro. Davon ging die Hälfte in die Förderung der deutschen oder inländischen Energieeffizienz, also in inländische Energieeffizienzinvestitionen rund 10 Milliarden und ein Drittel in den Ausbau und Aufbau erneuerbaren Energien. Das waren rund 8 Milliarden Euro. Letzteres machen wir auch mit dem Ziel, die Atomkraftwerke abzulösen. Das dürfte Sie freuen. Schließlich, es klang ja schon an, ist das Öko-Institut in den 70er Jahren aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangen. Wir beschäftigen uns aber auch nicht nur mit der Finanzierung, sondern eben auch mit dem Dialog und darüber hinaus mit institutionellen Fragen. Das auch gemeinsam mit Ihnen. Kürzlich haben Sie gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für uns und für das WWF Deutschland eine umfassende Studie oder ein umfassendes Gutachten zum Thema weiße Zertifikate erstellt, das wir auch kürzlich der Öffentlichkeit vorstellen konnten. Dafür an dieser Stelle nochmal unseren herzlichen Dank. Wir wissen spätestens seit dem letzten Winter, dass die Energieinfrastruktur den Zielen der Energiewende noch in wesentlichen Teilen angepasst werden muss und heute vielleicht schon hinterherhinkt. Das ist heute unser Thema oder Ihr Thema. Wie sehen die Netze und Energiemärkte der Zukunft aus? Wir stehen hier vor großen Herausforderungen. Sie greifen hier die wichtigsten Fragen auf. Wie sieht das Stromnetz der Zukunft aus? Also konkret, wie reduzieren wir Engpässe im Stromnetz oder wie synchronisieren wir den Ausbau
der Netze, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Es stellen sich Fragen rund um die Reserveenergie. Wie stellen wir die effizient und hinreichend zur Verfügung, um die Schwankungen aus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auffangen zu können? Und als letztes, was bedeutet das für unsere europäischen Partner? Auch eine wichtige Frage, die Sie heute gemeinsam oder die wir heute gemeinsam diskutieren. Das Programm bietet zu allen diesen Themen spannende Vorträge, ich hoffe, kontroverse und lebhafte Diskussionen. Ich wünsche uns allen einen lebhaften und schönen Tag hier in Berlin. Vielen Dank.